Electronic Arts Present. Eine BioWare Production. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Mass Effect Andromeda. Sechshundertvierunddreißig Jahre später. Datum 0 Stunden 0 Tage. Arche Hyperion. Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Oh, jetzt dürfen wir. Einfach macht keinen Spaß. Wir sind dafür ausgebildet. Ja. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Was? Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul.
Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich sie entlasse. Testen wir ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Mein Implantat? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen. Theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Ich taue noch auf, würde ich sagen. Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Oh oh. Das war so klar. Kaum aufgewacht. Boah, Schande. Was ist das? Oh oh. Was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Halt dich an! Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Ah, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin! Halten Sie durch! Alter, was ist los? Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Was ist los? Jetzt sag nicht, die ist tot. Das wäre jetzt etwas sehr dumm gelaufen. Ah, okay, wir können selbst laufen. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Sind die Dichtungen beschädigt? Nein. Okay. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Okay. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir losgehen. Ja, kein Thema. Ich werde das Spiel auf jeden Fall... genauso rennen wie in anderen Spielen. Auf jeden Fall auf gut spielen. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Der gefällt mir, der Jogginganzug. Wow. Das war... schräg. Das war schräg, ja. Ich werde mir auch ein bisschen Zeit nehmen, mich hier umzuschauen. Bei so Sachen. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Steuerung ist ein bisschen schnell, aber ich glaube, das muss so sein, wenn es in den Kampf geht. Okay, kann man mit der reden? Wer ist das? Hallo? Hallo? Oder so. Hallo, ich bin Gian Garten, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Na, erstmal nicht. Das können wir uns alles noch anschauen. Reden wir mal mit ihr. Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Ja, das haben wir ja gerade schon mitbekommen. Das war nicht so schön.
Können wir nochmal mit ihr reden? Keine Sorge, Ryder. Wir kümmern uns um sie. Sie schafft das schon. Okay, wer bist du? Mit dir können wir nicht reden. Der hat uns so angeschaut. Träume ich noch oder stand die Welt gerade wirklich auf dem Kopf? Der hat uns so... Sie haben sich deine üble Brunnen eingefangen. Lass sie mal sehen. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Das wird bestimmt ein Teamkollege, wenn er schon so winkt. Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ein oder zwei Jahrzehnte mehr hätten vielleicht nicht geschadet. Stimmt. Wir reden später. Okay, wir könnten jetzt natürlich mit jedem hier reden, mit ihr komischerweise nicht. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder... keine Ahnung. Keine Ahnung ist immer eine gute Ahnung. Sind das alles unsere Teamkameraden? Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Der hat das so ein Tattoo. Mit ihr können wir nicht reden, mit ihm auch nicht. Okay, wir müssen anscheinend selbst die Tür öffnen. Ui! Hui, hui, hui! R3, um den Blick zu fokussieren. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hier, oder? Alles klar. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu... Ist es das? Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich hab das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Was? Wie soll ich das machen? Hier. Die Energieversorgung der Tür ist ausgefallen. Wie komme ich dann da hoch? Okay. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Das funktioniert. Ich leite die Energie jetzt um. Oh oh. Oh oh. Es klappt. Wir sind im grünen Bereich. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Oh, wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, hi. Das war knapp. Alles okay? Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Wir können hier mit niemandem reden. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann. Also dann, los geht's. Coole Bahn. Aber sowas gibt's doch heute schon, dass sie sich in der ganzen Zeit nicht auf schwebende Sachen spezialisiert haben, wundert mich. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Sieht aus wie Seetang. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Ich würde sagen, sie hat das Kommando. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus!
Okay. Mein Gott. Was ist das? Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Was? Mit so einer Nachbarschaft? Ach du meine Güte. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Oh. Ja, Sir. Auf Mission? Jetzt schon. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. So. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Das ist nicht so gut. Das sieht sehr schlimm aus da unten. Nicht schön.